Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nicht ein Lügner ist nicht der, der zwischen zwei schlichtet, der etwas Gutes sagt oder etwas Gutes übermittelt. Etwas Gutes sagt oder etwas Gutes übermittelt. Dazu fällt mir eine Geschichte ein, die ist auch ganz interessant. Die zeigt eigentlich, dass dieser Mann clever und intelligent war. Er hatte eine Frau und wollte eine zweite heiraten. Er hat sie auch tatsächlich geheiratet. Und zwischen zwei Ehefrauen ist halt immer eine gewisse Feindschaft da, eine Feindseligkeit da. Und er wollte das ein bisschen ins Lot bringen. Und da hat er sich was ganz Feines einfallen lassen. Er ist zu seiner ersten Frau gegangen und hat ihr einen Dinar gegeben und sagte ihr, du sollst heute ein Festmahl vorbereiten. Die neue Frau ist eingeladen. Sie soll nicht denken, dass es bei dir nichts gibt. Er ist dann zur zweiten gegangen, der neuen, und hat zu ihr gesagt, er hat ihr auch einen Dinar gegeben und hat gesagt, kauf schön was ein, Geschenke und so, für die Alte. Sie soll nicht denken, dass du mittellos bist. Dann ist er zu einem Freund gegangen, einem Bekannten. Aber er hat zu beiden Frauen gesagt, sie sollen das nicht der anderen erzählen, das mit dem Dinar und dem Auftrag, den er erteilt hat, sozusagen. Dann ist er zu einem Freund gegangen und sagte zu ihm, komm heute vorbei bei mir zu essen. Einfach so, also er soll einfach vorbeikommen, als ob er nur mal nachsehen wollte. Und frag mich dann am Tisch, welche Frau mir denn lieber sei. So, das alles ist geschehen. Der Mann kommt am Abend zum Essen und dann fragt er sie am Tisch, welche Frau ihm lieber sei. Und dann sagt er, sag mal, das kann ich doch nicht hier so öffentlich sagen, vor in Anwesenheit aller Menschen oder beider Frauen. Dann hat er geschworen und auf ihn eingedrängt, dass er das sagen. Und dann sagt er, okay, ich sage dir etwas, aber ich deute nur darauf hin. Und sagt er, jene Frau, der ich heute einen Dinar gegeben habe, ist mir die Liebere. Und beide waren glücklich. Beide waren glücklich, denn keiner weiß. Die beiden denken, sie ist die Einzige, die diesen Dinar bekommen hat.